So wie wir kämpfen, arbeite du für den Sieg. Halt die Klappe, du da auch. Gibt's hier noch? Sieg um jeden Preis. So. Und da wir ja gerade so schön herumballern sind. So. Damit willkommen zurück hier. Wow! Du warst etwas überraschend. Oh, sehr schön. Was gibt's denn hier? Ah, ja. Simberg. Ach so. Leum, Kratz. Alles klar. Gucken wir da hier. Das haben wir hier. Gucken wir da. Astrio. So. Einmal nachladen, bitte. Ich brauche noch ein kleines bisschen Munition. Drei Schuss. Die drei Schuss werden uns retten. Gute Arbeit. Alles klar. Wir gehen weiter. Ah. Wo kommt ihr denn jetzt plötzlich her? Willst du die ganze Zeit hier nur zu zweit rumrennen und dann sowas? Die wollen da lang? Ich will hier lang. Hey, Lieutenant Roosevelt, wie geht's denn so? Hä? Okay, gut. Ja, nachdem ich das rausgefunden habe, dass man darauf schießen soll, war das eigentlich ja auch relativ klar, da ja nichts zum Interagieren aufploppte. Alles klar. Bang! Ich wollte nur mal gucken, ob es reicht, einfach wegzugehen. Gut, gut. Sind wir mal wieder mit dem nötigen Ernst unterwegs. Bleib unten. So wie sich das gehört, ja. So, block mich mal nicht, Junge. Will noch jemand was hier? Hier will doch gleich bestimmt jemand was. Wow, 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 wow. Auf die Kameraden ist halt verlassen, ne? Ach, ich kann nicht schießen, weil der direkt davor steht. Ich kann ja nicht rennen. Ich bin ja auch witzig. So. Liebe Güte, Amerikaner. Ja, Captain Price. Du hast auch einen amerikanischen Namen. Sie haben einen Mordskrach gemacht. Aber kein Problem. Ich kann schon noch gehen. Das ist gut. So, hier hätten wir noch jede Menge Heilung. Sehr schön. Er weiß wohin. Dann folgen wir dem Herrn doch mal. So. Ja, nee, nix Deckung. Hab alle schon weggemacht hier. Hab das doch schon gehört. Will sich niemand mehr mit uns anlegen hier? Gott, bin ich diesmal gut drauf hier. So richtig schießmütig heute. Oh, Entschuldigung. Captain Price. Tut mir leid. Wisst ihr, manchmal kann man auf ihn schießen, aber manchmal auch nicht. Ich hab's doch gehört. Wer hat mir in den Arsch geschossen? Das war definitiv nicht der Gegner. Ja, ja. So, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Der Truck steht draußen, Sir. Gut. Helfen Sie Captain Price aus dem Fenster. Er ist verletzt. Gut. Captain Price aus dem Fenster helfen. Na dann, lass mich mal... Lass mich... Gut. Ach so. Die Herrschaften machen das selber. Ich dachte, ich mach das. Na gut. Dann, genau, geht mal vor, Moody und Foley. Sammeln wir uns, wir hauen ab. Captain, was ist mit Major Ingram? Wir kümmern uns später um ihn. Jetzt rein da.
Alles klar. Der Held ist einer, der 5 Minuten länger tapfer ist als der gewöhnliche Mann. Na, jetzt sei Dank. So, was kommt denn jetzt? 18. September 1944, vor den Toren von Straßhof, Österreich. Die Deutschen scheinen Major Ingram von der Royal Air Force verlegt zu haben, bevor wir ihn befreien konnten. Captain Price sagt, er habe die Wachen belauscht, dass man ihn in ein Lager verlegt hat. Price hat es für uns ausgekundet, aber Captain Foley besteht darauf, dass er beim Rettungsversuch zurückbleibt. Aha. Unser Plan ist einfach. Wir brechen durch das Tor durch, schnappen uns den Major und ziehen Leine. Foley sagt, dass wir nur eine Chance hätten, wenn wir maximal 10 Minuten im Lager bleiben. Oha, Zeitdruck. Sonst hätten die Deutschen alles rings um uns herum wasserdicht verriegelt. Okay, Martin. Wir sind jetzt bereit, das Tor zu rammen. Wir haben genau 10 Minuten nach Ihrem ersten Schuss, um die Sache durchzuzählen. Wenn wir länger brauchen, schickt man jemanden, der uns rettet. Sie erledigen die vorderen Wachen, vor allem die MG-Stellungen. Wenn das alles klar. Ist, bewegen Sie Ihren Hintern hinein und holen Sie den Major. Wir treffen uns beim Lastwagen. Okay. Na dann. Auf geht's. Ins Gefecht. Sag mal. Egal. Zehn Minuten vom ersten Schuss an. Ich schleiche mich mal noch ein bisschen ran. Ich hasse solche Missionen, die auf Zeit gehen. Das nervt einfach nur. Und ich... Ah, warte. Muss mich anders hinsetzen. Finden Sie Major Ingram. Aua! So. Schnell, schnell. Hier geht's weiter. Das ist ja auch geil. Ich nehme mal hier ganz fix das mit. Ich hab dich genau gesehen, mein Freund. Ja, nee, nix Bewegung hier. Oh, oh, oh. Das war uncool. Das war uncool. So. Treffsicherheit gleich 0. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Danke. Danke, danke, danke. Ach ja, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht rennen. Oh Gott, wie ich sowas liebe. Oh, alles schick hier, alles schön. Ja, Bewegung. Bewegung ist überbewertet. Was willst du denn? Störungen! Ah! Oh. Verbleibende Zeit 7 Minuten. Oh, ich steck links.
Jo. Los, 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 los. Keine Zeit für lange Begrüßungen. So. Bald keine Munition mehr für die Knarre. Was bist du denn? Hä? Oh, noch mal kurz nachladen. Ja, ja, das habe ich schon mitbekommen, mein Freund. Na komm. Beziehungsweise. Aliosa! 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 So macht man das doch heutzutage, oder? Ich glaube, ich bin hier falsch. Kann es sein? Was bist du denn? Granate! Heilung? Shit. Mag mir ja so gar nicht gefallen. Ja. Okay, okay, okay. Sonst noch wer? Tolle Leistung, Captain. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Wirklich gut. Finde ich gut. Danke. Puh. Das war ja jetzt, einfacher als gedacht. Was? Jeder Mensch muss am Ende sterben. Es sind nur die Details, wie er gelebt hat und wie er gestorben ist, durch die er sich von anderen unterscheidet. So wie bei jedem Menschen.